In Oberndorf an der Melk hat Martina Kotziner vor 25 Jahren das österreichweit erste Zentrum für tiergestützte Pädagogik gegründet. Aktuell bietet der Hof ein Zuhause für 90 Tiere und 9 Kinder und Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht zu Hause leben können. Seit Corona sind es oft Kinder und Jugendliche, die schlicht und einfach an Sozialphobien leiden, aufgrund der Lockdowns, aufgrund der Schulschließungen. Und diese Kinder und Jugendlichen, die dann bei uns angefragt werden, haben Tiere in ihrem Zuhause oft als die einzige Konstante erlebt. Und das bietet einen perfekten Ansatzpunkt für die pädagogische Arbeit. Am Hof kommen zwar keine ausgebildeten Therapietiere zum Einsatz, die positiven Auswirkungen auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen sind aber trotzdem enorm, auch bei Sozialphobien. Die Tiere hören zu, die können warten, ja. Und somit diese Wartezeit und diese Geduld erleichtert es auch den Jugendlichen, in Kommunikation zu gehen. Hinzu kommt, dass die tierischen Mitbewohner den Jugendlichen ohne Vorurteile begegnen und durch Umgang mit den Tieren die soziale und emotionale Intelligenz gefördert wird. Zusätzlich besteht auch die Möglichkeit, am Hof eine Tierpflegerlehre zu absolvieren. Unabhängig davon entwickeln sich durch die intensive Auseinandersetzung oft enge Beziehungen zu den einzelnen Schützlingen, so auch zwischen der 16-jährigen Lea und Mauleseldame Mauli. Sie ist mein Pflegetier, also Bezugstier. Und ich habe sie mir ausgewählt, weil sie ist eine sehr ruhige und zurückhaltend. Aber wenn ich bei ihr bin, habe ich das Gefühl, dass sie sich stark fühlt und sie stärkt auch mich. Und aufgrund dieser Erfahrung wird Lea nun eine Schulausbildung mit Schwerpunkt Mensch und Tier im Dialog beginnen. Das Leben mit den Tieren hat aber auch auf die Jüngsten eine positive Auswirkung, so auch auf den 11-jährigen Christian, der in seinen ersten 2 Monaten bei Esperanza bereits viel für sich mitgenommen hat. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen schlechten Tag habe, muss ich genauso freundlich zu den Tieren sein, weil sonst könnten sie dann auch nicht freundlich zu mir sein, ne? Durch das familienähnliche Zusammenleben mit geregelten Tagesabläufen und klaren Regeln werden die Jugendlichen auch auf ein eigenständiges Leben vorbereitet. Ein Beispiel für den Erfolg ist Mario, der vor 14 Jahren zu Esperanza gekommen ist. Dadurch, dass ich dann da die Tierpflegerlehre machen habe, habe ich somit einen Abschluss, also einen Lehrabschluss gehabt und habe mit dem gewusst, dass ich auf alle Fälle was mit Tieren tun will, aber auch mit Menschen. Und das will der heute 31-Jährige nun als Coach im Demenzbereich tun. Gleichzeitig ist Neuwirth aufgrund seiner eigenen Erfahrungen zuversichtlich, dass Esperanza auch in den nächsten 25 Jahren für viele Jugendliche ein Ort der Hoffnung bleiben wird.